Hallihallo und herzlich willkommen mal wieder auf meinem Kanal. Ja, viel ist gegangen diese Woche. Ist tatsächlich auch wieder ein bisschen länger geworden, der Vlog, aber ich wollte euch einfach hier und da ein bisschen mitnehmen und auch zeigen, was ich so nebenbei treibe. Soll ja nicht nur um in die Orders gehen, sondern ist diesmal auch ein bisschen mehr Vlog mit dabei zwischendrin. Ja, das erste Highlight habe ich schon zusammenbauen können aus meinem Konvolut, was ich gekauft habe. Da kam ein kleiner Wally raus, kann ich schon verraten. Das habt ihr wahrscheinlich auf dem Thumbnail schon gesehen. Auch dieser befindet sich mittlerweile im Shop. Mal sehen, wie lange. Und ja, dann kam noch eine kurzfristige Entscheidung mit hinzu. Ich wollte dann auch nochmal einen Drehturm bauen, weil ich dann doch einfach noch ein bisschen nachlegen muss und mir die Fächer langsam ausgehen. Somit hatte ich hier auch nicht besonders viel Wahl. Es sind aber natürlich auch noch weitere Sendungen eingetroffen. Das möchte ich euch dann auch noch zeigen, was ich da alles so bestellt habe und wo ich bestellt habe. Und ja, natürlich viele, viele schöne Bestellungen sind natürlich ebenfalls mit eingegangen. Ja, lasst euch, ja, seid gespannt auf jeden Fall, lasst euch überraschen und war auf jeden Fall eine sehr, sehr spaßige Woche wieder, hat mir echt enorm Spaß gemacht. Zeit verging wie im Flug, aber seht nun selbst, was alles war. Viel Spaß euch! Lasst uns den Vlog starten mit einer Bestellung und zwar ein Wiederholungstäter. Er hatte vor kurzem erst 100 Steine gekauft, ne Blödsinn, 200 Steine hat er gekauft von den Dark Blue Square 1x4. Jetzt kam gleich nochmal 100 Stück in 1x2 dazu und 50 Stück in 1x4. Das Ganze für 11,50 €. Herzlichen Dank dafür. Hier liegt's. Ganz so viel habe ich gar nicht mehr. Ich habe nochmal ein paar extra Steine mit eingepackt. Vielen Dank nochmal. Ja, hier kommt eine kleine, aber irgendwie doch große Bestellung. Und zwar 79 Teile, 25 Lots, 4,40 €. Da steht auch eine Nachricht drin. Das ist nämlich ein Wiederholungstäter. Zwei Bestellungen bereits bei mir. Ich komme auch gleich darauf zu sprechen, was die Nachricht beinhaltet. Ja, wir haben ein Bracket. Wir haben ein paar Plates in diversen Farben, ein paar breitere Plates bis zu 4x6 sind mit dabei. Einige Slopes. Man beachte hier die drei Slopes in Dark Bluish Gray, eine in Light Bluish Gray, 10 Stück in Weiß und dann haben wir noch Slope Inverted. Einmal in Dark Bluish Gray und einmal in Dark Red, sowie einige Teils, wie man sehen kann. Ja, hier wird ordentlich gefliest auf jeden Fall, von unten als auch von oben. Und diese Bestellung ist gepackt. Ja, da ist sie. So, also. Hier sind die ganzen Plates mit drin, hier sind die ganzen Slopes mit drin. Und wie gesagt, es waren drei Stück in Dark Bluish Gray, die befinden sich hier ebenfalls. Und in der Nachricht stand, er bräuchte eigentlich vier Stück. Und ja, ich hatte leider nur noch drei Stück. Deswegen hat er jetzt die drei bestellt und eins in Light Bluish Gray. Hier, ich denke, das wird dich glücklich machen. Ich habe noch eins, damit du noch glücklicher wirst, was zum Lachen. Besten Dank. Und dann geht das direkt auch auf Reise. Vielen Dank nochmal. So, für heute wird das Order Packing mal ein bisschen entspannter. Es ist eine kleine, aber feine Bestellung reingekommen. 11 Items, 6 Lots, 4,02 €. Weiß gar nicht, was ich mit dem ganzen Geld machen soll. an eine Tür. Dann haben wir hier noch so ein Headgear. Finde ich auch ganz interessant. Als Headgear. Wer trägt das auf dem Kopf? Wir haben hier noch ein paar Fenster. Wir haben zwei verschiedene Ritterhelme. Und das sind sie. Ja. Herzlichen Dank für die erste Bestellung bei mir und geht natürlich auch gleich raus. Gibt auch noch was Süßes mit dazu. Und ja, als kleines Dankeschön von meiner Seite aus. Vielen, vielen Dank. Ja, eine Bestellung hat mich wieder erreicht. Und zwar auch jemand, der das erste Mal bei mir bestellt. 12 Teile, 5 Lots. 24,71 €. Dazu gab es eine ganz nette Nachricht. Ja, ich darf die Bestellung gerne zeigen. Vielen Dank dafür. Und er hatte selber jetzt 2 Jahre Pause gemacht und ist wieder zurück, möchte ein bisschen Minifiguren sammeln. Und ja, freue ich mich natürlich. Willkommen zurück in diesem Sinne. Und er hat auch geschrieben, er schaut gerne meine Videos. Er findet sie sehr unterhaltsam. Vielen, vielen Dank dafür auf jeden Fall. Freut mich sehr. Wir schauen mal, was er gekauft hat. Fennec Shand, Newt Gunray, Unaconda Far, zweimal sogar. Ja, und dann haben wir hier noch ein paar Teil Modified, das sind diese Minifigurenplatten, wo meistens genommen werden. In Pearl Gold war meine letzten und wir haben auch noch ein Teil 4x4 Stats. Ja, wunderbar. Hier ist deine Bestellung, mein Lieber. Na, da ist sie. Das sind die Minifiguren. Da seht ihr sie. Fennec Shand. Und das sind dann hier diese Platten. Also gerade in Dark, also in Pearl Gold finde ich sie richtig schön. Dann haben wir hier auch noch ein paar in Schwarz. Vielen, vielen Dank dafür. Und dann haben wir hier natürlich noch ein paar Gummibärchen
Und schau mal, die wollte ich auch erst einstellen, aber da war was mit dem Kopf, da ist ein schwarzer Kopf drunter, der gehört eigentlich so nicht hin. Ich denke, es spielt für dich keine Rolle, vielleicht hast du Freude dran und sage nochmal ganz herzlichen Dank für die Bestellung. Und was ist das denn? Ich nehme die mal aus so einer Packung raus. Oh, saure Gummibärchen. Vielen Dank für die Bestellung und bis zum nächsten Mal. Es sind wieder Bestellungen eingegangen. Ach, wie schön. Ich habe 4 Bricklink-Bestellungen getätigt. Eigentlich 5. Eine fehlt noch. Die hatte ich einen Tag vorher aufgegeben. Und die 3 sind tatsächlich von einem Tag. Also da waren alle wieder sehr, sehr schnell. Und da freue ich mich drauf, dass das jetzt so schnell eigentlich auch mal wieder geklappt hat. Und ja, erste Bestellung, die ich hier getätigt habe, die habe ich bei 911 Bricks, beziehungsweise 911 Bricks soll das vermutlich heißen, bestellt. Das ist ein etwas größerer Shop, das war jetzt der einzigste, wo ich etwas bestellt habe, der etwas größer ist. Mag ich mich daran erinnern, da hatte ich, glaube ich, alles bekommen, was ich für meine Sets brauche. Ja, genau, da hatte ich auch nur bestellt, weil die wirklich alles hatten, was ich hier brauche. Da habe ich noch eine Figur dazu bestellt. Das sind tatsächlich nur ein paar Kleinteile, wo ich für die 2 großen Konvolute brauche. Da habe ich ja einmal das Arkham drin gehabt und einmal habe ich auch den Wally drin gehabt. Das sind jetzt die restlichen Teile, um dieses beiden Sets zu vervollständigen. Das war echt eine überschaubare Bestellung. Das hat wunderbar geklappt, ihr kennt das. Ich verlinke es euch dann gerne. Ja, machen wir die Umschläge. Hightower Bricks, auch ganz schön, habe ich jetzt auch schon 2-mal bestellt. Auch das hat immer wunderbar geklappt. Da habe ich noch ein anderes kleines Mock geplant aktuell. Und ja, darauf werde ich auf jeden Fall in Zukunft dann auch nochmal ein bisschen eingehen. Ist wie gesagt nur eine Kleinigkeit, was ich nebenbei baue. Da habe ich mir auch nochmal ein paar Sachen bestellt. Haben wir alles? Ja. So, was haben wir denn hier Schönes? Lego by Say Child. Hightower Bricks macht das auch wunderbar. Finde ich auch gut mit diesem Warnhinweis nochmal und ein QR-Code auf der Rückseite. Ihr macht das immer alles so schön mit den Karten. Ich kriege das irgendwie noch nicht gebacken. Ja, die sind zum Bauen. Das ist für ein kleines Festmahl. Wie gesagt, ich habe da noch was geplant. Die brauche ich. Das waren zumindest alle, die er hatte. Da habe ich mir noch eine Figur gegönnt. Weil ihr seht es nämlich im Hintergrund schon. Auch die Figur soll dahin. Dumbledores Armee. Und noch etwas zu einem Festmahl. Ja, vielen Dank, mein Lieber, dass das wieder so schnell geklappt hat. Dann habe ich mal was Neues ausprobiert. Das kommt von Brickfuchs. Auch hier waren, ja, man war, wie gesagt, extrem schnell. Ich bin jetzt, wie gesagt, nicht unbedingt der Freund von diesen Umschlägen, aber das ist jetzt schon ein sehr, sehr stabiler Umschlag. Ist alles heile geblieben, bin ich auch froh drum, weil die reißen doch mal ganz gerne auf. So, gucken wir auch rein. Jawohl. Auch hier nochmal ein paar Teile, kaum zu glauben, aber die fehlen mir wirklich in größeren Massen. Mittlerweile alles verbaut auf Tatooine. Und da kommen einfach nochmal ein paar Sachen für das andere Mock hinzu. Das hat in dem Fall wunderbar geklappt. Da gibt es natürlich auch eine ordentliche Rechnung mit dazu. Ja, war also wie gesagt überschaubar, waren jetzt 12 Euro. Nichts Dramatisches, er hängt die Packliste auch nochmal hinten dran, so damit man alles nochmal kontrollieren kann. Ja, vielen Dank, dass das auch so schnell geklappt hat. Und dann habe ich noch eine Bestellung, da muss ich jetzt nochmal ganz kurz nachschauen, wo ich die bestellt habe, damit ich jetzt nichts Falsches sage. Das ist es nicht, das ist es auch nicht, das ist es auch nicht. Oh, ich bin da bestens vorbereitet. Vielleicht finden wir da Visitenkarte innen drin. Dann kann ich euch das zeigen. Auf jeden Fall die Sendung hier voll bepackt. Ordentlich verpackt auf jeden Fall. Sieht schon schön aus. So. Hui, mit Karte. Mit Karte. Oh, das machen sie auch gut. Das machen sie auch sehr, sehr gut. Sehr schön. Ach nein, guck an, das war aber Zufall. Jetzt muss ich mal ganz kurz nachschauen, weil jetzt wird es wirklich interessant und ich glaube, das ist jetzt wirklich Riesenzufall. Wo haben wir es denn? Jetzt wird es aber sehr interessant. Da haben wir es doch. MRA Bricks. So, das war jetzt echt ein Riesenzufall. das ist ja witzig. Ich habe ein paar Teile gebraucht und zwar ging es mir um Folgendes in diesem Shop.
Ihr seht hier ganz viele Goldingots, ja, und dann haben sie zusätzlich diese Löwenköpfe gehabt. Und das hat alles in passender Menge, war das alles mit vorhanden. Es war ein kleinerer Shop. Und dann habe ich mir gedacht, komm, was soll's. Was heißt klein, haben auch schon 300 Bewertungen. Aber ich habe mir gedacht, was soll's, das passt doch wunderbar. Bestell's gerade dort. So, und jetzt sehe ich das aber tatsächlich schon an dem Namen hier hinten. Jane und Matthias kommt mir extrem bekannt vor. Das sind tatsächlich gute Kunden von mir. Ich kann vielleicht mal kurz vorlesen. Ich hoffe, das ist soweit erlaubt. Hey Bricknick, ja, wie hast du unseren Shop gefunden? Haben uns sehr über deine Bestellung gefreut. Ein zusätzlicher Löwenkopf und Sachen liegen gratis bei. Oh, vielen Dank auf jeden Fall. Ja, dann kann ich das auch ein bisschen ausbauen. Das könnte ich tatsächlich sogar brauchen. Vielleicht kannst du die ja brauchen. Verkaufen würden wir den in dem Zustand nicht. Ja, das passt doch wunderbar. Und leider hatten wir keine Colafläschchen, aber eine kleine Packung Gummibärchen für dich. Ja, klein ist gut, ne? Guckt euch das mal an. Das sind übrigens die, wo ich vorhin irgendwo rausgeklaut habe. Nur die große Version davon. Sind für dich mit bei. Sind die Teile für deinen Mock gedacht? Du wirst von uns auch bald wieder eine Bestellung bekommen. Kam nur noch nicht dazu. Wie schön. Das ist ja ein Zufall. Okay, ja, euch muss ich in dem Fall auch mal in den Favorites mit aufnehmen. Hat wunderbar geklappt, top verpackt und das war wirklich Zufall. Das war echt Zufall. Auch das hier finde ich relativ gut gelöst mit dem Verpackungsmaterial. Nee, schön ihr beiden, ganz herzlichen Dank auf jeden Fall. Und es ist nicht für mein Tatooine-Mock gedacht. Ich baue noch eine Kleinigkeit nebenbei und dafür sind die Steine gedacht und Wahnsinn. Ja, wie schön. Klein ist die Welt manchmal, ne? Wunderbar. Vielen, vielen Dank euch beiden. Dankeschön. Ja, Bestellungen packen. Schön, schön, schön. Bestellung Nummer 2 einer Zuschauerin. Vielen, vielen Dank dafür. Ich habe ja gewusst, dass sie kommt. Es kam in den Kommentaren. 117 Teile, 23 Lots, 11,25 €. Wir haben hier ein paar Dark Brown Elefantenteils tatsächlich, ja, also 6 Stück. Ich habe noch genügend übrig. Wir haben ein paar Horns. Es war letztes Mal schon eine sehr braune Bestellung, wenn ich das so da sagen darf. Waren sehr, sehr viele braune Teile dabei. Ihr erinnert euch vielleicht. Und diesmal ist es doch ein bisschen bunter. Wir haben, was haben wir hier noch? Ein paar Brackets haben wir dabei. Glow in the Dark Cones, die sind richtig cool, grüne Cones. Dann haben wir hier die Dächer aus den Harry Potter Sets. Wird das auch Harry Potter? Hm. Glaub's eher nicht, weil hier sind zum Beispiel noch 2 linke Türen. Wir haben ein Backpack. Also ich denke, hier wird gemischtes auf jeden Fall noch gebraucht. Ja, wir haben hier diese Rollerskates, die finde ich auch immer ganz witzig. Dann deswegen kam die Bestellung, das weiß ich. Dark Green und Green wird sich hierfür entschieden. Wir haben ein paar Rockpaneele, wir haben ein paar Technikteile, auch ganz, ganz interessant. Und zum Schluss haben wir noch eine schicke, tolle Fliese. Ja, da ist die Bestellung. Rockpaneele, Technikteile, hier sind die Harry Potter-Dächerteile. Darum ging es in der Bestellung, das weiß ich, die wurden das letzte Mal vergessen. Ja, und der Rest natürlich mit der tollen Fliese noch dazu. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank für diese schöne Bestellung. Gibt was Fruchtiges mit dazu. Jetzt haben wir hier, jetzt muss ich gerade nochmal schnell schauen, Grün und Dark Green. Ja, versuchen wir doch noch Lime, ne? Thank you. Dankeschön. Und die zweite Bestellung für heute, die mich erreicht hat. 344 Teile, 26 Lots. Das Ganze für 22,36 €. Ja, jemand, der das erste Mal bei mir bestellt hat. Wir haben 1x1 Bricks, jeweils in Weiß und Light Blue Grey, jeweils einmal. 72 Stück von den 1x4 Bricks. Wir haben, hier habe ich zweite Wahl mit dazu geschrieben. Ich wollte sie einfach möglichst günstig anbieten. Für den Unterbau auf jeden Fall noch geeignet. 38 Stück. Hat man hier mitgenommen. Sehr, sehr schön, wenn die weg sind. Waren aber auch sehr, sehr günstig, wie man hier sehen kann. Ich habe sie extra sehr, sehr billig gemacht. Wir haben einmal 6 Light Blue Grey Bricks. Wir haben einmal 6 in White. Dann einmal 8 Corner Bricks. 2x3 Bricks Brick Modified. Also ihr seht schon sehr, sehr viel in Weiß. Bisschen Light Blue Grey und ein bisschen Schwarz kommt gleich noch. Wir haben die Candle Holder. Einige Plates. Auch hier von den 1x8. Alle 40, die ich noch hatte. Ja, schöne große Bestellung, würde ich auf jeden Fall sagen. Ja, Jumper Plates ebenfalls mit vertreten. Dann haben wir hier noch ein paar Slopes in Black sowie ein Round Tile with Bar and Pin Holder. Das ist hier die Bestellung. Es muss zwar nicht immer Star Wars sein, aber wäre Star Wars, hätte ich eindeutig gesagt, Hoff, von den Farben nach zu urteilen. Ja, und genau, also ihr seht das jetzt hier auch schon mal. Ne? Das sind diese schönen weißen Bricks. Und das ist jetzt hier das, was ich als zweite Wahl gekennzeichnet habe. Aber die sind immer noch sehr, sehr gut. Das ist gar kein Thema.
Ich sage ganz herzlichen Dank für die schöne Bestellung. Ups, das wollte ich nicht. Da hat jemand einen Abflug gemacht. Ich kann mir nichts zusammenreimen, was hier gebaut wird. Deswegen lege ich halt mal als kleines Dankeschön dieses Männchen noch mit dazu und sage herzlichen Dank für die erste Bestellung. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Ja, da heute jetzt auch meine Bestellung gekommen ist von 9-11 Bricks, kann ich jetzt hier mein Set vervollständigen. Zumindest Set Nummer 1 von 2. Vielleicht erkennt das schon an den Teilen. Es ist gar nicht so schwer. Wie cool. Ich freue mich auf den Bau. Gucken wir mal, ob es komplett ist. Dann geht's in Shop. Ja, da sind doch tatsächlich nochmal 3 weitere Bestellungen eingegangen heute Abend. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Die habe ich natürlich alle 3 noch gepackt, dass die morgen auch noch direkt mit rausgehen. Wir haben schon zwar bald 12 Uhr, aber das macht jetzt nichts. Ich wollte das einfach erledigt haben. Was weg ist, ist weg. Und dazu kamen 2 kleine Bestellungen und eine etwas größere Bestellung mit einer ganz, ganz lieben Nachricht dazu. Ich zeige euch mal kurz die 2 kleineren Bestellungen. 119 Teile, 5 Lots, 6,56 Euro. Derjenige bestellt das erste Mal bei mir. Und zwar haben wir hier einmal 1 Bricks, 59 Stück, 2x4, 16 Stück, 2x6, 8 Stück und dieses Panel mit diesem Center Divider nennt sich das. Da passt übrigens sogar auch eine Minifigur, da kann man so die Beine so, das kann man dazwischen klemmen, zwischen die Beine, das passt wunderbar. Findet man auch immer wieder in den Raumschiffen zum Beispiel, wird es auch gerne genutzt. Ja, 6 Stück davon und dann haben wir noch Olivgrün Slopes, 30 Stück. Und die zweite Bestellung, die ich euch zeigen möchte, 5 Teile, 5 Lots, 4,61 Euro. Wir haben einen Light Grey Shark Body und dazu ein Dark Bluish Grey Kopf. Auch ganz interessante Konstellation, aber warum nicht? Geht auf jeden Fall auch. Wir haben ein großes Fass, das ist das große hier, ne? 4x4. Die sind auch tatsächlich relativ teuer. Also ich habe da die Preise verglichen, die sind da wirklich... sind relativ teuer tatsächlich. Einmal 8 Plate in Bright Light Yellow, kommt auch nicht alle Tage vor. Und wir haben ein Rock 1x2 Kristall Stepped with White Ghost Moonstone Pattern. Also da ist so ein Geist drauf, ne? Kurz gesagt. Das ist aus diesem Vampirschloss. Auch ein sehr interessanter Stein. Ja, da sind die Bestellungen. Ups. Da sind sie. Da seht ihr mal, das Fass ist schon echt riesig, das Ding. Shark Body plus den Head. Und hier haben wir die ganzen Steinchen, die Slopes, 1x1 Bricks. Ja, schöne Bestellung auf jeden Fall. Vielen Dank euch beiden. Gibt natürlich was zum Naschen mit dazu. Nanu, da kommt's. Und geht morgen direkt raus. Vielen, vielen Dank dafür. Und die nächste Bestellung, die ich euch zeigen möchte, die kommt von der lieben Bianca, auch eine Zuschauerin von mir. Die hat das erste Mal bei mir bestellt. Ist überhaupt die erste Bestellung bei Bricklink, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Sie hat sich nämlich erst frisch angemeldet. Gab anfangs ein bisschen Probleme, weil dann der Warenkorb schon soweit zurechtgelegt wurde, zwischenzeitlich aber wieder ein paar Teile abverkauft wurden, so wie ich das jetzt eigentlich richtig verstanden hatte. Ja, das ist natürlich ein bisschen ungünstig. Am Anfang ist das auch ein bisschen holprig, bis man Bricklink gewohnt ist und danach läuft das von ganz selber, wenn man seine Wanted Lists erstellt. Und von dem her, dann werdet ihr sehen, das funktioniert schon. Ja, dennoch 164 Teile, 24 Lots, 32,71 Euro, eine wirklich beachtlich große Bestellung, hätte ich nicht gedacht. Wir haben einmal hier ein ganz schönes Set von damals, schaut mal hier, ups, das ist ein altes Set, das ist richtig cool. Ja, das ist wirklich ein toller Jahrgang auf jeden Fall. Ich habe es auch geschrieben, starke Gebrauchsspuren, aber noch lesbar, also sie ist wirklich schon ja, relativ used, aber dafür, sie ist vorhanden. Wir haben noch ein Bunny, ein Rabbit, ein Häschen sozusagen. Tan Arches haben wir mit drin, wir haben Brackets, haben wir einige mit drin. Wir haben auch diese Corner Bricks, 6x6x2, 6 Stück gleich an der Zahl in Dark Blue. Da wird bestimmt auch was Schönes gebaut werden. Sie hatte mir übrigens dazu auch geschrieben, sie mag viel von Harry Potter, sie mag Friends, sie mag Star Wars. Also das sind so ihre Themengebiete, wo sie unterwegs ist. Und da kann ich mir natürlich schon vorstellen, dass das hier in dem Bereich, Friends könnte das schon gut reinpassen. Auch hier, das habe ich tatsächlich auch zum ersten Mal verkauft, kann ich mir auch gut vorstellen, dass man hier sehr gute Dinge draus bauen kann. Ja, ein paar Bäumchen, wir haben ein paar Curved Slopes, haben wir hier mit drin. Wir haben hier, das ist auch eigentlich so ein Flugzeugelement, wo es gerne mal genutzt wird, aber natürlich auch für andere Dinge. 1x1 Fliesen sind hier einige mit dabei. Wir haben ein paar Wedge Plates. Wir haben eine Hermine Granger ist hier noch mit dabei als Sammelfigur. Und wir haben hier aus der Minifiguren-Serie die Dame mit dem Hund. Die ist ebenfalls mit vertreten. Ja, schön. Das ist deine Bestellung, liebe Bianca. Habe mich wirklich sehr darüber gefreut, auch dass es letzten Endes geklappt hat. Hier sind die großen Dark Blue Slopes. Ja, hier sind die anderen Teile. Also hier sind wirklich viele, viele schöne Sachen dabei.
Hier ist die Dame mit dem Hund. Beipackzettel gehört natürlich ebenfalls mit dazu. Ja, auch eine tolle Figur. Hier ist die Anleitung, wo ich gemeint habe, sie ist ziemlich used. Ich habe da vielleicht ein bisschen übertrieben, sie ist nicht ganz so used, aber used ist halt used. Jeder sieht es ein bisschen anders. Ich finde, sie ist noch in Ordnung. Da habe ich dir das kleine Häschen reingepackt. Da ist sie. Auch schön, ne? Ja, und der Rest natürlich, die Brackets, die Teils. Alles vorhanden. Ja, hat mir schon fast ein bisschen leid getan, deine Startschwierigkeiten auf Bricklink. Aber trotzdem habe ich mich wirklich sehr auch über deine Nachricht gefreut und über deine erste Bestellung. Vielleicht bleibt es auch nicht die letzte Bestellung. Und wenn es einfach mal Probleme gibt oder wenn du da irgendwo irgendwelche Hürden hast, komm gerne nochmal zu uns ins Discord und wir erklären dir das Ganze gerne auch nochmal. Da ist wirklich jeder hilfsbereit. Das gilt natürlich für jeden von euch. Wenn irgendwas ist, kommt gerne ins Discord und meldet einfach eure Probleme. Wir schauen mal, dass wir euch hier in dem Bereich dann auch weiterhelfen können. Ja, da habe ich natürlich auch dran gedacht. Kriegst noch ein bisschen was mit dazu. Dankeschön und vielleicht bis zum nächsten Mal. Ja, heute ist wieder Auspackzeit und zwar war die Post wieder da. Ja, ich habe eine Sendung von Bricklink und zwar von Starke Steine. Da habe ich auch wieder einen kleinen Shop entdeckt, der genau die richtigen Plates hatte, wenn ich mich recht erinnere, die ich brauche. Da schauen wir uns auf jeden Fall auch mal an, wie er das gemacht hat. Gut verpackt ist das Ganze schon mal. So. So. Ja, kurz und schmerzlos. Das sind meine Plates. Ist aber alles gut. Schön eingepackt. Das passt. Ja, schön. Jetzt kann ich langsam anfangen mit dem Bau, was ich da noch geplant hatte. Und dann habe ich jetzt noch zwei Sendungen tatsächlich diesmal bekommen von Funwool. Da bin ich mal gespannt, was der Weihnachtsmann mir Schönes gebracht hat. Dann könnt ihr jetzt schon mal sehen, was ich euch demnächst zeigen werde und für euch bauen darf. Da bin ich echt mal gespannt. Schauen wir mal, was es Schönes gibt. Nur, dass es diesmal zwei gleichzeitig sind, ist doch ein bisschen seltsam, aber wir schauen mal. Oh, ich sehe es schon. Ah, das ist cool. Das ist cool. Schaut mal. Das Sheriff's Office. Cool. Das ist cool. Das sieht gut aus. Da habe ich euch auch schon den Saloon gezeigt. Ja. Jetzt gibt es noch das Sheriff's Office. Natürlich auch wieder mit Beleuchtung. Cool, da freue ich mich schon mal auf den Bau. Das ist schon richtig nett. Dann haben wir tatsächlich noch eine etwas größere Sendung mit sogar 3,2 Kilo. Das heißt, da dürfte noch ein etwas größeres Set drin sein. Aha, okay. Das war so ein bisschen die Hoffnung, als ich das Teil gesehen habe, dass ich den euch mal zeigen darf. Ja, der ist es. Der Watchtower. Sehr, sehr geil. Okay, da freue ich mich. Das ist wirklich cool. Medieval und Western. Das ist doch mal nice, was ich euch hier demnächst zeigen darf. Natürlich auch wieder beleuchtet. Was ich hier cool finde, das sehe ich jetzt schon hier oben. Dieses Feuer hier auf dem Turm. Das ist auch beleuchtet. Ja, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Haben auch coole Schilder dabei. Ja, sind wir doch auf jeden Fall mal gespannt. Also das heißt, zwei schöne Sets, die ich euch demnächst zeigen darf. Und ich denke, ich werde mit dir anfangen wahrscheinlich. Cool, freue ich mich. Weiter geht's. So, wir haben Samstagmorgen und heute Nacht ist nochmal eine Bestellung eingegangen. Meine Brezel sind bereits im Ofen und ich habe jetzt gedacht, ich packe ihm auch nochmal geschwind. Ja, auch jemand, das er das erste Mal bei mir bestellt, 363 Teile, 43 Lots, 30 Euro und 35 Cent. Das ist auch eine schöne gemischte Bestellung. Wir haben hier einmal den McLaren P1 Driver, dann haben wir wieder mal einen Elefant, unglaublich. Und schaut mal hier, einige Use-Teile gehen hier raus, einmal 1 Bricks auf jeden Fall, ein paar neue ebenfalls mit dabei, einmal 2 Bricks, einige vertreten. Wir haben echt ein paar hübsche Frisuren. Das spiegelt heute so ein bisschen. Versuch mal. So kann man es sehen. Ein paar hübsche Frisuren haben wir mit dabei, beziehungsweise eine Frisur und eine Kopfbedeckung. Dann haben wir dieses schöne Gläschen hier mit dabei. Mit, das wird wohl Pfefferminztee sein. eine Weapon. Wir haben ein paar Plants hier mit drin. Das sind 2 Stück. Und dann werden noch einige Plates gebraucht, wie man sieht.
Ja, wie gesagt, schönes gemischtes Feld. Würde mich auch mal interessieren, was hier gebaut wird. Wir haben hier auch ein paar bedruckte Fliesen dabei. Könnte natürlich City sein, vermute ich jetzt einfach mal. Und ein paar Fensterscheiben zum Schluss. Ja. Auf jeden Fall, ja, schön bunt, wie man sehen kann. Da haben wir sie. Alles mit drin. Hier ist unser Elefant. Zumindest ohne Kopf. Da ist er. Ja, das ist unser Driver. Ihr seht schon, wirklich eine schöne gemischte Bestellung. Und da sage ich natürlich ganz herzlichen Dank für die erste Bestellung. Hier kurz noch eine City-Figur, weil ich einfach vermute, es ist eine Stadt. Und dann geht das auf Reisen. Und ja, ich freue mich. Vielen, vielen Dank. Ja, jetzt möchte ich euch das erste vollständige Ergebnis meines Konvolutes zeigen. Da hatte ich jetzt einfach mal ein bisschen Zeit, den zu bauen. Und ich freue mich echt riesig. Schaut ihn euch an. Da-da-da-da. Haha. Ist er nicht cool? Der Wally. Ach, ich mag ihn. Ich hole euch mal ein bisschen zurück. Ach, ich mag ihn, den Kleinen. Ist wirklich ein cooler Bau gewesen, auch vor allen Dingen, ja. Und ja, wer kennt Wally nicht, ne? Und er ist wirklich in einem sagenhaft guten Zustand. Also da sind wirklich keine verkratzten Fliesen dabei oder so. Ja, ihr auch, ihr seht, die ganzen teuren Fliesen hier vorne sind alle noch mit dabei. Da habe ich mich wirklich gefreut, als ich ihn im Konvolut gefunden habe. Ja, und hier war ja auch die Anleitung dabei. Natürlich ein bisschen used, aber das macht nichts. Ein paar Reserveteile mit dabei. Ja, dann wird der kleine Mann wieder zerlegt und ja, dann geht er in den Shop. Ja, kam ja aus dem Konvolut, also muss das wieder zurück in den Shop. Ich habe nicht ganz so viel Platz hier, leider. Ansonsten hätte ich ihn eigentlich schon echt behalten. Aber ja, jetzt werde ich ihn dann zerlegen und dann wandert er halt in den Shop rein. Was soll's. Tschüss, Wolli. So, das wird keine neue Folge von Hör mal, wer da hämmert, dann auch ich komme platztechnisch an meine Grenzen und deswegen werde ich jetzt auch mal ein Türmchen probieren. Und da habe ich auch schon ein bisschen was dazu angeschaut und gesehen und ja, das werden wir jetzt einfach bauen und dann schauen wir mal, was ich da unterbringen werde. Aber da wird schon einiges gehen. Ich habe mich extra für gutes Material entschieden, schönes, dickes Material. Das heißt, hier sollte auf jeden Fall die Stabilität gegeben sein, sollte auch ein bisschen was aushalten. Und ja, je schwerer, desto besser sollte er sich nachher auch drehen lassen. Bin gespannt, ob ich das hinkriege. Ja, geht ganz gut voran, das Türmchen. Ich zeige es euch mal von hier oben. So ein System habe ich mir jetzt ausgesucht. Und hier unten stehen dann die Kleinteile-Magazine einmal im Kreis. Doch jetzt muss natürlich erstmal die Unterbodenplatte drauf. Aber das sieht schon ganz gut aus. Da bin ich schon sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Das Ganze ist sehr, sehr schwer. Sprich, da dürfte sich relativ gut nachher drehen lassen. Ja, sind wir mal gespannt. Und fertig ist das Türmchen. Ja, das waren jetzt ungefähr 2 Stunden Arbeit, aber für alleine muss ich sagen, ging das auch ganz gut. Ich habe hier unten 2 Rollen mit Stopper genommen. Ja, und hier seht ihr schon, hier ist einiges gegangen. Ich gehe jetzt hier auf 2 Meter Höhe etwa. Habe hier unten einmal dieses kombinierte Magazin hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6 von den normalen Stanley-Magazine. Ja, also 6, 12, 18, 24 plus die 4 kombinierten. Da geht schon einiges, ja. Und wie gesagt, sobald ich hier einfach ran muss, kann ich das ganze System ganz einfach drehen durch die Rollen. Und das funktioniert wunderbar, ja. Also muss ich schon sagen, da bin ich echt zufrieden. Da lässt sich auf jeden Fall gut dran arbeiten. Geht natürlich auch mit einer Drehplatte. Aber wenn man das Ganze hier in 2 Hände nimmt und dreht sich das einmal. Ja, schön. Ich kann jetzt jede Menge Kleinteile-Magazine noch kaufen. Und dann kann ich alles befüllen. Ah, schön. So viel Platz für den Shop. So, mein kleiner Wolli, heute gehst du in den Shop rein. Und ja, jetzt wird er zerlegt werden. Oh, traurig, guckt er. Jetzt geht's da an den Kragen. Tut mir leid. Ja, so schaut er jetzt aus, der kleine Mann. Die Fliesen habe ich hier nochmal vorsichtig eingepackt. Die sind ja richtig, richtig teuer. Zack. Die Anleitung. Es gibt leider keine Bauschrittunterteilung, sonst hätte ich den nach Bauschrittunterteilung irgendwie dann mal mit ausgepackt, aber ist leider nicht so. Naja, aber sehr überschaubar von der Teilanzahl. Jetzt schauen wir erstmal, was wir hier verlangen können. 213,03 ist unser Wally. So. Wir sind hier in Deutschland. Ui. Used, no hidden fees, free shipping, Stickers, Kerzen. Er hat doch gar keine Sticker. Okay. Ja, dann werde ich den jetzt mal einstellen. Da werden wir doch mal einen absolut fairen Preis machen.
wird dann um die 150 Euro rum sein. Ich denke, das passt. Schön. Hoffe, er kommt in gute Hände. Ja, und des Weiteren sind zwei Bricklink-Bestellungen eingegangen. Und zwar habe ich einmal von der lieben Hamster-Tanja, das gucken wir uns gleich an. Und hier habe ich einmal bestellt bei Zurplaste Bricks, hieß das. Ne? Doch, Zurplaste Bricks, da haben wir es doch. Habe ich auch zum ersten Mal bestellt. Und da ging es, glaube ich, auch um ein paar Minifiguren. Ich bin ja immer noch was am Bauen nebenbei. Und ja, da kommt natürlich auch ein bisschen die Sammelleidenschaft hoch, ganz klar. Ich meine, ich habe dazu was Passendes bestellt. So. Einmal meine Bricklink-Order. Oh, das war schön. Das finde ich aber nett. Vielen Dank für deine Bestellung. Einmal die Fröschlis, die Quarksies, die mag ich, oder? Quarksie heißen die, glaube ich. Ja, Quarksie. Und ein Kerzenständer. Den kann ich witzigerweise sogar sehr, sehr gut gebrauchen, tatsächlich. Da will ich was bauen. Das passt mir ganz gut. Und da sind sie, die kleinen Racker. Oh, sehen toll aus, auf jeden Fall. Jede Menge aus dem Bereich Harry Potter. Hier sogar immer so noch mit angeschrieben. Ja, cool auf jeden Fall. Den fand ich immer cool, der fahrende Ritter. Da war eine Figur daraus, die Molly. Ach nett, das ist doch schön. Nee, klasse, finde ich super. Freue ich mich, dass das so schnell geklappt hat. Vielen Dank dafür. Und hier hatte ich auch noch mal ein paar Figuren bestellt. Das war bei der lieben Hamster-Tanja. Also ich werde euch beide Shops unten wieder verlinken, damit ihr seht, wo ich eingekauft habe und wie ihr die Sendung erhaltet. Nur ich weiß, ich habe ein paar Minifiguren bei ihr bestellt, aber das kommt mir jetzt noch ein bisschen komisch vor, weil das Ding ist relativ schwer. Entweder hat sie sehr schweres Verpackungsmaterial. Mal meine Order. Was ist denn das? Das habe ich mir fast gedacht, weil das hatte ich nicht bestellt. Ne, sie hatte da auch eine Prozentaktion gefahren und da habe ich einfach auch hier in dem Bereich, gerade bei den Minifiguren, die ich noch nicht habe, habe ich auch nochmal ordentlich zugeschlagen und habe mir hier einiges rausbestellt. Ja, vielen Dank auf jeden Fall dafür, das war ja extrem schnell. Was ist denn das hier? Ich kriege einen Ersatzkugelschreiber, ich habe doch mal einen Aufruf gemacht, wo mein Kugelschreiber hin ist. Oh nein. Ersatz hat sie drauf geschrieben, sie hat es in dem Fall gesehen, aber ich kann euch beruhigen. Der ist so blöd zwischen dem Tisch und einer Kommode runtergeflogen. Da ist er gesteckt. Muss mir mal einen zweiten besorgen. Der ist wieder aufgekraucht, aber ich bin mir sicher, ich werde ihn wieder verschlampen. Und dann kommt dieses tolle Dots-Heftchen hier zum Einsatz. Das ist ja wohl ein Witz, oder? Nein. Okay, da müssen wir uns auf jeden Fall noch was überlegen. Dafür werde ich auf jeden Fall irgendwas nutzen. Da habe ich sogar meinen Stundenplan, den ich eintragen kann. Schaut mal hier. Bei Herzchen geht die Woche los. Irgendwo bei einem Einhorn geht es weiter. Ein Pinguin kommt auch noch drin vor. Ach, Herr Jemini. Ja, ideal für meine Arbeit. Da kann ich meine Termine dann reinschreiben. Ich glaube, die halten mich für bekloppt. Ach, Tanja, du bist die Beste. Herzlichen Dank auf jeden Fall dafür. Und hierfür natürlich auch. Wie gesagt, ich werde euch beide verlinken. Und ja, ich bin doch noch ein bisschen geflasht von diesem Terminkalender hier. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. So, die letzte Bestellung, die wir uns erstmal in diesem Vlog anschauen. Ich habe zwar noch eine weitere Bestellung bekommen, beziehungsweise zwei weitere, aber ich werde hier erstmal einen Cut machen. Die gibt es dann im nächsten Vlog zu sehen. Wir haben hier 1144 Teile, 24 Lots, 37,42 €. Das ist auch jemand, der vor kurzem bei mir bestellt hatte, jetzt direkt die zweite Bestellung hinterhergejagt hat. Wer bist du denn? So, und die schauen wir uns natürlich auch mal an. Wir haben einige Arches, wir haben einige Bricks, 1x1, 1x2, 1x4, 2x2, ja, ein paar Plates, Jumper Plates, dann haben wir einige Slopes. Also ihr seht schon, ist hauptsächlich Weiß und Light Bluish Gray hier mit drin. Und dann haben wir noch ein paar Dark Bluish Gray Tiles, 200 Stück, sowie Light Bluish Gray Tiles, 600 Stück. Ja, eine ordentliche Bestellung auf jeden Fall. Die ging wirklich schnell und gut zu packen. Da haben wir sie schon. Dann seht ihr das auch schon farblich. Es ist natürlich sehr einseitig. Das sind ein paar mehr. Sollten zumindest sein.
Hier ebenfalls. Und ja, hier sind auf jeden Fall die ganzen Bricks. Da hatte ich auch aufgeschrieben, zweite Wahl. Das sieht man hier vielleicht auch ein bisschen, ja, dass das ein oder andere mal ein bisschen gelblicher rüberkommt. Ich sage immer, für den Unterbau ist es ganz toll. Hier wurde auf jeden Fall ordentlich zugelangt. Auch in Light Blue Gray wurden hier einige Steine gekauft. Deswegen sage ich hier speziell nochmal ganz herzlichen Dank. Ich wollte eh noch ein paar einstellen. Das kann ich mir sparen. Die schenke ich gerne mit dazu. Und dann vielleicht bis zum dritten Mal. Vielen Dank nochmal. Ja, und dann gucken wir hier zum Schluss nochmal gemeinsam in den Shop rein. Ihr seht schon, es sind noch 15 Orders, dann habe ich die 1000 voll. Echt cool, freue ich mich riesig drüber und auch die Fans hier tatsächlich auch wieder rapide angestiegen. Ja, es ist einiges rausgegangen aus dem Shop, war wirklich eine Menge. Ich habe aber auch nochmal versucht, ein bisschen gegenzuhalten und nachzulegen. Und wir sehen jetzt hier insgesamt 121.000, also doch schon etwas verloren. Ich war mal auf 124.000, meine ich. Aber die Lots sind immer noch sehr, sehr gut. Und ja, bei 121.000 und 6.500 Lots würde ich mal behaupten, die Auswahl ist auf jeden Fall gegeben. Ihr habt gesehen, ich möchte aufrüsten. Es kommen nochmal einige Kleinteile, Magazine habe ich natürlich bestellt. Auch hier werde ich wieder mit Stanley arbeiten. Und ja, dann wird hier nochmal ordentlich aufgerüstet. Ich habe mehr als genug liegen, das ist nicht das Problem. Nächste Konvolut ist im Hintergrund schon eingegangen. Das werde ich dann auch nochmal in einem separaten Video zeigen. Von dem her, ja, lasst euch überraschen, was da noch alles kommt. An alle, die bestellt haben, nochmal ganz herzlichen Dank. An alle, die zusehen natürlich. Und ja, wer noch nicht abonniert hat, macht das gerne. Ich freue mich wirklich sehr darüber. Es geht doch schon stark auf die 1000 zu. Und ja, ging einiges der Tage. Besten Dank nochmal an alle. Bis zum nächsten Mal, euer Bricknick. Dankeschön.